Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich bin gerade eben aufgestanden und es ist ungefähr 7 Uhr. Ich habe verschlafen, ich wollte eigentlich um 6 Uhr aufwachen. Auf jeden Fall, ich habe noch genau 2 Tage bis zu meinem Mathe-Abi. Das heißt, ich muss heute richtig viel lernen. Und was mir sehr gut dabei geholfen hat, ist, mich mit meinen Freundinnen zusammenzutreffen und in die Bücherei zu gehen. Dort haben wir dann immer zusammen gelernt. Das Problem ist nur, heute ist der 1. Mai, das heißt Feiertag. Die Bücherei hat zu, wir kommen auch nicht nach Frankfurt mit dem Auto, weil alle Straßen gesperrt sind. Deswegen treffen wir uns bei Friederike, also meiner besten Freundin, und dort werden wir dann alles zusammen versuchen zu lernen. Ich muss mich nur beeilen, weil die Straßen werden bald gesperrt und sonst komme ich am Ende nicht mehr zu ihr. Deswegen beeilen wir uns jetzt und machen uns fertig und ich nehme euch über den Tag mit. Also ich werde jetzt anfangen, mein Make-up zu machen. Ich glaube nur nicht, dass ich mich dabei mitnehme, weil ich habe es schon so oft gezeigt. Und ich muss mich auch ein bisschen beeilen. Und abgesehen davon will ich dabei YouTube schauen und da kann ich schlecht filmen. Ich bin so müde. Okay, also ich bin soweit fertig mit meinem Make-up. Ich finde, das ist richtig schön geworden. Ich überlege nur später nochmal ein bisschen was an meinem Auge zu verändern. Aber sonst, glaube ich, lasse ich es. Und ich müsste mal mein Zimmer aufräumen, weil es sieht gerade so aus. Und so kann es nicht bleiben, okay? Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man jetzt mein Outfit sieht, aber ich habe mich auf jeden Fall umgezogen. Und ich weiß, Leute, dass ich relativ knapp bekleidet bin und dass die heutige Gesellschaft das nicht besonders gerne sieht. Und ich weiß auch, dass ich jetzt super viele Hater deswegen bekommen werde. Was ich euch einfach nur sagen wollte, ist erstens, dass man Leute nicht nach ihrem Aussehen beurteilen sollte. Weil ich kleide mich nicht so, weil ich eure Aufmerksamkeit haben möchte, weil die bekomme ich auch so. Oder weil ihr das irgendwie toll finden sollt, sondern einfach nur, weil ich es persönlich mag, mich so zu kleiden. Ich mache es für mich selbst, ja? Ich bin selbstbewusst genug, ich bin super glücklich in meinem Leben, also wäre es schön, wenn ihr mich damit nicht verurteilen würdet. Weil ich meine, ich tue euch ja damit nicht weh, oder? Ich tue euch ja nichts an. Deswegen lasst einfach die Leute leben und jeder sollte sich so kleiden dürfen, wie er möchte. Abgesehen davon, ich gehe ja heute nicht irgendwie raus, ich gehe ja nur zu meiner Freundin und chill da mit meinen Freunden. Und das heißt, mich wird heute auch niemand so sehen. Außer vielleicht, keine Ahnung, meine Freunde. Und halt ihr. Ich habe da auf jeden Fall gerade noch ganz viele Klamotten liegen, weil ich habe die ja nur vom Boden aufgehoben und da drauf sortiert. Das heißt, wir werden die jetzt noch zusammen in den Schrank sortieren. Ich vergesse dauernd auf den Startknopf zu drücken. Ich habe auch gerade meine ganzen Sachen reingeräumt. Dachte, ich fäll mit. Habe ich aber nicht. Ich habe gerade Trockenshampoo in meine Haare gemacht, weil die so fettig aussahen. Ich habe letztens mit einem Jungen geredet und ich habe ihm halt erklärt, ja, ich muss doch Trockenshampoo reinmachen. Und er war so, hä, was ist Trockenshampoo? Habe ich ihm halt erklärt, ja, das ist halt trockenes Shampoo, das machst du dir in die Haare, wenn du keinen Bock hast zu duschen. Und er hat mich so komisch angeschaut, der war so, was? Bitte was? Ja, ich habe da wohl ein bisschen sein Weltbild zerstört, ist mir aber egal, weil es die harte Realität ist. Ja, jetzt sehen meine Haare ein bisschen zottelig aus, aber das geht gleich wieder weg. Meine Spitzen sind immer so trocken und dagegen benutze ich immer das hier. Keine Ahnung, ob das gut ist, das ist hier keine Empfehlung, weil ich weiß es selbst nicht.
Ich probiere es aber die nächsten Wochen noch aus und dann sage ich euch, ob es gut ist. Generell, ich habe irgendwie keine richtigen Produkte, die gegen Spliss helfen. Bis meine Haare aber auch so zu tot und dagegen hilft einfach nichts mehr. Ey Leute, ich bin so glücklich, dass ich endlich mit einer Kamera filmen kann und nicht damit mit meinem Handy, weil die Qualität wird so viel besser sein. Ja. Übrigens, ich bin jetzt halt sehr viel am Lernen. Zum Beispiel gestern habe ich wieder 5 Stunden gelernt, vorgestern habe ich 7 Stunden gelernt. Und das sieht man einfach richtig an meiner Haut. Ich kriege so viele Pickel, weil ich gestresst bin vom Lernen. Okay, und jetzt kämmen wir meine Haare durch, aber und jetzt sollten sie wieder glatt und schön aussehen. Yeah, yeah. Sieht man das? Ich muss noch kurz meine Zähne putzen, deswegen machen wir das mal. Ich hab mal Angst, dass das runterfällt. Okay, ich putze kurz meine Zähne zu Ende, weil es ist super unnötig, das mitzufilmen. Okay, Leute, ich bin jetzt bei Friederike vor ihrer Haustür. Eigentlich sollte ich Diana mitnehmen, aber die schläft noch. Deswegen muss sie einfach mal schauen, wie sie dann zu ihr kommt. Wahrscheinlich muss sie dann laufen. Viel Spaß bei ihr, sie muss 40 Minuten laufen oder so. Rebecca ist eine andere Freundin von mir, die kommt dann auch noch später. Und wir gehen jetzt erstmal Friederike wecken, weil Betten, die schläft noch. Warte, ich rufe sie kurz an. Friederike, Friederike, wo du? Ha, die hat mir Snap geschickt, wo ich bin. Seht ihr das? Oh, sie sieht so süß aus. Warte, ich rufe sie an. Friederike, Friederike, Friederike. Boah, ich liebe es, mit dem Handy zu filmen. Nicht mit dem Handy, mit der Kamera zu filmen, weil dann kann ich dabei einfach telefonieren. Geht die jetzt auch mal dran? Oh, die geht nicht dran. Oh, alles ist gut, Dani. Vielleicht ist das ihre alte Nummer, deswegen. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Hallo? Hallo. Hallo, ich bin da. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ja. Wenn man zu Friederike will, muss man immer durch so einen richtig gruseligen Aufzug. Ich habe so Angst vor dem. Hihi, ja, wir sagen jetzt gleich Friederike, hallo. Ich hoffe, man darf sie überhaupt sehen und sie hat was an, weil sonst wäre peinlich. Okay Leute, ich zeige euch das hier alles, solange es noch leer ist und sauber. Hier werden wir lernen. Friederike hat so ein schönes, großes Haus. Ich will jetzt nicht alles zeigen, aber dieser Bereich ist echt chill. Da liegen unsere Sachen, die anderen kommen noch später. Okay, Friends, ich mache mir gerade Frühstück bei Friederike. Oh, diese Messer sind ja so scheiße. Nein. Oh nee, ich brauche ein anderes. Keine Ahnung, ob das hier jetzt besser funktioniert. Das ist auch scheiße. Mann, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe komplett falsche Messer genommen. Wie scheiße das ist. Du brauchst zu Beginn wieder Messer aufnehmen. Ja, was für ein Messer benutzt du denn, wenn du einen Apfel schneidest? Ich schneide keinen Apfel. Okay. Ja, ja. Darf ich vorstellen? Eine Friederike. Ja. Oh nein, wie schön. Wir haben heute schon mal angefangen. Ja. Ich weiß nicht, wie eure Mikrowelle funktioniert. Yeah, yeah. Ich mach da gerade mein Porridge. Yay. Welches davon ist denn jetzt das Passwort? Ich löse die vor. 1912. 1912. Wie ist euer Haus eigentlich so sauber, wenn deine Eltern noch nicht da sind? Es ist nicht sauber. Aber es sieht sauber aus. Vielleicht weil es einfach so groß ist und es nicht so schnell verdrängt werden kann. Ja, das muss es sein. Leute, wir machen unsere erste Pause. Die haben sich Nudeln geholt. Also wir machen eine Pause, aber wir haben noch nicht angefangen zu lernen. Macht voll viel Sinn. Rebecca ist jetzt auch gekommen. Willst du was sagen? Digga, ich bin so müde, ne? Ey, Mathe stresst mich anders. Ich hab richtig Angst. 2 Tage schreiben wir Mathe. Yay. Wir essen einfach Pasta ohne Milch. Aber ich habe gerade was gegessen. Deswegen ist in Ordnung. Friederike hat mir, ich weiß, Friederike hat mir auch angeboten, alles gut. Oh Junge, ich kann nicht mehr. Das ist zu fettig, oder? Es ist zu fettig. Darf ich deine Nudeln? Bist du? Mhm. Boah, das schmeckt so krass nach Parmesan. Das ist too much for me. Kann man hier nicht essen. Boah, meine Haut wird so über dieses Essen schon. Ich bin so Pickel bekommen. Boah, ich hasse das. Oh, ich nein. Auch. Ich schon wieder. Danke für die Nudeln. Ich glaube, eine richtig alte Oma. Wir haben for real halt nicht mal eine Stunde gelernt. Also wir haben gar nicht angefangen zu lernen. Die liegen jetzt schon auf dem Boden nicht raus. Hallo, das schweine ich. 12 Uhr, du musst noch eine Stunde hier hinlaufen dann. Vielleicht komme ich auch mit dem Fahrrad. Ja, komm mal mit dem Fahrrad. Jana, wie lange glaubst du, brauchst du noch? Die kommt nicht. Ja. Ist okay, ich komme, wenn ich kann. Ja, okay, ich komme gleich. Alles gleich so in einer Bench. Stunde. Okay, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde gelernt. Friederike, willst du dein Handtuch zeigen? Das ist richtig geil. Das
Das ist so nice. Hast du gerade gesagt, wir haben gelernt? Ich habe eine Stunde gelernt. Man hat es falsch herum gesehen, aber ja, du siehst sehr pretty aus. Ist jetzt an? Jetzt ist es an. Jetzt? Ja. Und wie dreht man? Lol. Oh, cool. Oh mein Gott, guck mal. Wir lassen es nicht fallen. Ja, ja, fallen. Ich fand das voll geil. Hey, ist ja richtig geil. Ach so, ja, stimmt. Oh. Voll die schlechte Filmerin. Hä, wie macht man das denn? Warte, ich muss so machen. Oh, wir werden Vlogger. Was geht ab? Geh mir voll Mühe. Ich vlog jetzt. Ich übernehme jetzt. Wir machen jetzt. Ich weiß nicht, wie das Thema ist. Analytische Geometrie. Ich will auch mal die Kamera halten. Halt mal. Alter, die Kameraqualität ist ja voll gut. Lass mal Augenvergleich machen. Wie macht man das jetzt aus? Ja, wie macht man das aus? Wir haben gerade 15.32 Uhr, nein, 23. Ich habe noch eine Stunde gelernt. Becca ist voll fleißig am Lernen. Diana ist endlich auch gekocht. Ich fange noch an. Ich fange noch an. Pura Sake. Ja. Dann einmal das Crispy Sake Menü. Ja. Dann noch einmal die Nummer 63. 63. Ja, zweimal, aber einmal wie lieber scharf, ja? Ja, also am besten gar nicht scharf, aber ja. Wann wäre das fertig? 20 Minuten abholen, ja. Okay, perfekt. Bis dann. Tschüss. War gerade gar nicht stressig oder so. War voll stressig. Die verstehen da alle kein deutsches müssen lernen. Rebecca lernt, muss ich schon ein verdammt gutes Abi schreiben. Also Rebecca ist die Produktivste. Wir haben endlich Essen bekommen. Yay. Du musst das da reintun. Warte. Das Excel. Oh, ich habe richtig Angst, das reinzutun. Warum? Weil ich Angst habe, dass es verschüttet. Oh, guck mal, es gibt Schrimps. Süß, wie ihr euch freut. Ich habe so lange nicht, ich bin so am Verhungern. Ne? Freunde, ich habe durchgelernt. Was habt ihr gemacht? Okay, also ich bin gerade eben nach Hause gekommen. Ich habe da ungefähr nur so, ich weiß nicht, 3-4 Stunden gelernt. Normalerweise lerne ich am Tag bis zu 10 Stunden. Ja, aber meine Freunde lenken mich die ganze Zeit ab. Ich werde jetzt auf jeden Fall anfangen, mein Make-up runterzunehmen. Und dann versuche ich bei mir nochmal weiter zu lernen. Die anderen bleiben länger bei Friederike. Erstmal muss ich meine Lashes abnehmen. Aua. Warum habe ich sie so fest dran geklebt? Au. Und dann machen wir diese Ohrringe ab. Ich liebe die so sehr. Bezüglich meiner Abschminkroutine werde ich jetzt erstmal mein Gesicht reinigen. Ich sehe gerade so schlimm aus. Auf jeden Fall benutze ich jetzt Babyöl. Und damit mache ich erstmal das grobe, wasserfeste Make-up weg. Das funktioniert erstmal so gut, ohne dass man fester reiben muss. Gerade für die Wimpern ist das dann sehr, sehr mild, wie immer noch so mal sagt. Und das wasche ich dann nochmal ab. Und dann benutze ich das hier. Ich habe das schon auf der Hand. Ich dachte nur gerade, ich filme schon. Ich hatte nur nicht auf den Startknopf gedrückt gehabt. Das passiert mir so oft. Und das entfernt jetzt nochmal das Öl. Das ist ekelhaft. Ich habe was in den Mund bekommen. Und das wasche ich jetzt auch nochmal ab. Dann benutze ich einfach dieses Serum, Feuchtigkeitscreme, was auch immer. Normalerweise benutze ich immer andere Produkte, aber ich werde jetzt sowieso gleich duschen gehen. Und es wäre so unnötig, wenn ich jetzt meine teuren Skincare-Produkte drauf mache. Deswegen mache ich nur kurz das da drauf, damit meine Haut in der Zeit nicht komplett vertrocknet. Und wir kümmern uns jetzt um meine Haare. Die sehen ein bisschen chaotisch aus. Und jetzt mache ich, um ehrlich zu sein, einfach nur ganz viele unnötige Produkte in meine Haare, bevor ich sie wasche. Lass die in der Zeit so ein bisschen einziehen. Keine Ahnung, ob das Produkt gut ist. Ich werde es jetzt auch nicht genauer zeigen, weil ich will euch nichts empfehlen, wo ich selber keine Ahnung habe, ob es gut ist. Aber das ist wohl so flüssiges Keratin. Das Sinn ergibt keine Ahnung. Einfach in die Haare reinmassieren. Boah, das riecht auf jeden Fall so stark parfümiert. Ich hasse sowas. Jetzt knalle ich einfach noch so eine Haarmaske rein. Die muss man zwischen den Händen aufwärmen. Und die massiere ich jetzt auch nochmal in meine Haarspitzen. Mein Haar ist so lang geworden, ich lieb's. Und auf die andere Seite noch. Und jetzt klatschen wir noch ein unnötiges Produkt in die Haare, weil wir immer noch nicht genug haben. Oh, das ist so ein fettiges Öl. Aber es soll gut für die Haare sein. Das ist einfach 100% Castor Oil. Was war das nochmal? Ich glaube, das ist Rizinusöl. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendein Öl, was gut für die Haare ist. Ich lasse das Ganze jetzt ungefähr. Ich wollte gerade 1-2 Stunden sagen, aber das schaffe ich nicht. Wahrscheinlich werde ich es in 20 Minuten drin lassen. Jetzt binde ich mein ganzes Haar zusammen. Meine Haare sehen so nass aus. Und jetzt mache ich hinten dort. Dafür drehe ich meine Haare ganz stark ein. Und dann drehe ich sie nochmal um sich selbst. Und dann kommt eigentlich auch schon das Haargummi rein. Und so sieht das Ganze dann aus. Und wir lassen das jetzt 20 Minuten einwirken. Mein Zimmer sieht im Moment leider, hallo Fukushima, dankeschön, so aus. Das heißt, ich muss es mal kurz aufräumen.
Es sieht zwar jetzt so aus, als würde das Ganze richtig schnell gehen und easy, aber es hat so unfassbar lang gedauert, weil ihr müsst wissen, ich drehe ja immer Outfit-Videos und so und dann ziehe ich mich mir sehr oft um und ich habe dann immer keinen Bock, die Sachen direkt wegzulegen, weil dann so viel Zeit vergehen würde. Das heißt, ich schmeiße sie einfach alle in diese eine Kiste da rein und irgendwann muss ich das wieder aufräumen. Deswegen habe ich das gerade gemacht. Ich habe alle meine T-Shirts wieder gefalten, beziehungsweise meine Tops und wieder reinsortiert und dann natürlich auch noch meine Röcke. Dafür habe ich tatsächlich einen eigenen Schrank. Meine Freunde finden das richtig lustig, weil ich viel zu viele Röcke habe. Ja, ich weiß auch. Ich muss mir mal echt verbieten, weiter Röcke zu kaufen. Weil jedes Mal, wenn ich mit meinen Freunden shoppen gehe, kaufe ich nur Röcke, obwohl ich sie nicht mehr brauche. Aber Pullover habe ich um ehrlich zu sein auch zu viele und Hosen eigentlich auch. Ich habe generell einfach zu viele Klamotten, okay? Darüber brauchen wir jetzt nicht mehr zu diskutieren. Ich weiß, das ist schlecht. Mein Schreibtisch habe ich gerade auch aufgeräumt, das habe ich nämlich mitgefilmt. Und diese Ecke ist hier endlich einigermaßen sauber und ich habe auch alle Sachen von diesem Schrank da hier reingeräumt. Weil ihr müsst wissen, das hier ist einfach so meine Schublade, wo ich einfach immer mein Zeug reinschmeiße, wenn ich keinen Bock habe, es aufzuräumen. Also da liegt jetzt nur mein Schlafanzug und halt meine Sportsachen, die ich nochmal anziehen möchte. Ich bin eigentlich so müde, aber ich drehe jetzt trotzdem noch dieses Outro. Ich habe gerade noch mal 2 Stunden tatsächlich gelernt. Ja, übermorgen schreibe ich Mathe-Abitur. Das heißt, morgen habe ich noch mal den ganzen Tag Zeit und da werde ich wahrscheinlich auch alleine lernen, weil mit den anderen kann ich mich nicht so gut konzentrieren. An sich bin ich aber wirklich schon gut vorbereitet, deswegen bin ich jetzt auch nicht so nervös. Danke auf jeden Fall, dass ihr das Video bis zu diesem Punkt geschaut habt. Ich würde mich super darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet. Und ich sage das nicht nur so, sondern ich meine das auch so, ja. Wenn ihr euch mein Video anschaut und es euch gefällt, dann könnt ihr doch auch einen Daumen nach oben geben. Oder? Warum macht ihr das dann nicht? Ich sehe das immer. Niemand macht das. Ja, ich will euch deswegen jetzt aber auch nicht nerven. Ansonsten würde ich mich super freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Boah, ich fühle mich wie so eine 0815-YouTuberin. Egal, ihr könnt einfach ins Bett gehen, weil ich gehe jetzt auch ins Bett. Gute Nacht.